Ooh, yum is one, and one is craving rebirth. Consider the sandscape a reflection of the mind. Bild des Verstandes. One unable to escape, it's dry. Das heißt, sie trinkt nur Soße, nur flüssigen First, Käse? An act of rebirth, to break out of my current shelter. Hallo, Ladies and Gentlemen, lecker geht's hier weiter bei Bugsnacks. Wir stehen in der singenden Wüstensonne und vor uns ist ein neuer Grumpus, die wir suchen sollten. Und wir haben hier jetzt auch schon ganz, ganz, ganz viele neue Bugsnacks gesehen und auch tatsächlich gefangen. Aber wir werden uns jetzt Shelda nähern, die hier so auf dem Stein meditiert. Oh, ist wie so eine, eine alte Schamanin. Bist du Shelda? Am I? One who is called Shelda exists beyond the self. Ah! The questions must cease. Wisdom can be gained only through experience. One who is you, tainting others with the toxin that is Bugsnacks, have strayed from the mother's path. Toxin? So it is. You must atone. Das heißt, sie ist vermutlich auch keine Snacks. In seeking inner peace, Shelda has renounced material temptations. So it is that Shelda is really grumping hungry. Seek the yellow sauce within the ja, great die gelbe Soße, die brauche ich. On this I shall be sustained. Okay, Käsesoße, jetzt wissen wir, Aria, was das ist. Käsesoße, mit der Käsesoße werden wir nämlich dann den Scorpenio auch bekommen. Weil, guck mal hier jetzt im Grillgraben rein. Das wird Käsesoße sein. Ja, das macht ja Sinn. Also, irgendwo muss Käsesoße sein. Alles klar. Erstmal, das ist noch Käsepuff. Haben wir hier noch irgendeinen, den wir noch nicht kennen? Oh, was ist denn das? Ah, Raupurito. Geil, dass man die Bewegung so sieht. Versteckbusch. Was ist denn das für ein Ei? Eischale. Ich habe ein Ei gefunden. Okay, lassen wir das Ei jetzt einfach hier stehen. Ah, okay, gut, gut, gut. Liebt Schokolade. Wäre jetzt die Frage, kann man vielleicht... Und... Vielleicht funktioniert das ja. Ach, nö. Okay, wir brauchen die Soße. Sarkophag. Der Deckel dieses antiken Steinsargs klemmt. Oh, wurde ich jetzt schon wieder nach oben geworfen? Mitten in meiner Sightseeing-Tour. Mann, das gibt's doch nicht. Vielleicht muss man ihn aufschneiden. Aufschneiden? Mit einem Pizzaroller? Okay, können wir so machen. Oh mein Gott, was für eine kranke Statue. Nee, erstmal. Oh. Mozzaoberin. Wahrscheinlich heißt sie mit Vornamen Margherita. Wenn dir eine Riesenpizza ins Auge sticht, wird das ohne Schutzbrille recht schmerzhaft. Aber guck mal, die Statue ist ja krank. Die kriege ich jetzt gar nicht gescannt, ne? Nö. Büffelschrecke? Würzige Wildschrecke stürzt sich kopfüber in ihre Lieblingssoßen. Ich dachte, man kann die Statue vielleicht noch ein bisschen scannen. Aber nö.
geil. Auch so mit Pyramiden. Voll gut. Ich liebe das. Die sehen aber eigentlich so ein bisschen gruselig aus, ne? Ich habe den Eindruck, sie haben vielleicht irgendwie mit dem Update so ein bisschen grafisch was verändert. Oh, das ist ja mal ein geiler Ausblick. Was ist das? Guck mal, hier ist auch so ein Pizza-Dings. Okay, ein Raupurito vielleicht. Also, die Käsesoße. Besorge Käsesoße für Shelder. Wo ist die Käsesoße? Guck mal, das sieht ja auch relativ instabil aus hier. Zerstörbarer Boden. Ein Stück Boden mit verdächtigen Sprüngen. Ich sollte versuchen, das irgendwie anzureißen. Vielleicht kann ich ja raufspringen von oben. Also, warte mal. Vielleicht kann ich von oben irgendwie raufspringen. Hier ist auch noch ein Ei. Ich will sie jetzt nicht kaputt machen, die Eier. Pass auf. Ich bring das Ei mal. Wo war das? Da. Zu diesem Platz. Das sieht auch aus wie so eine Grampus-Statue, ne? Bring das jetzt mal hier hin. Ich sammle einfach ein paar Eier. Da ist noch ein Ei. Aber von wem könnte das das Ei sein? Vielleicht muss man die Eier auch sammeln. Vielleicht ist das auch eine Quest, die später auf uns zukommt. Zumindest wird es jetzt dunkel. Dunkel? In der Nacht soll in der Wüste ja extrem kalt sein. Ist jetzt nur die Frage, wo laufen wir hin? Ich habe so ein bisschen Angst, in der Wüste im Dunkeln zu sein. Das ist auch eine Stelle, die wir scannen müssen. Frühstücks... Was? Frühstücksreste? Irgendwas sirupartig. Ich kann es nicht lesen, weil mich hier die Backkartoffel gepackt hat. Aber mein Schatten ist cool. Oh mein Gott, guck mal. Aber das sieht schon richtig geil aus. Wow, mega. Ich bin zwar mehr so der Freund von Tageslicht, aber so in der Nacht ist auch geil. Aber wo kriege ich Käsesoße her? Da! Käsesoße. Vielleicht damit. Ah, so kriege ich Käsesoße. Ah, die wächst also oben. Ich habe sie gefunden. Sie wächst oben. Gut, gut, gut. Oh, oh, yum is one, and one is craving rebirth. Consider the sandscape a reflection of the mind. Update des Verstandes. One unable to escape, it's dry. Das heißt, sie trinkt nur Soße? Nur flüssigen First, Käse? An act of rebirth. To break out of my current shelter. So too must you break shells. Crack open the egglets. Womit? Give them new life. Knacke zwei. Aber womit knacke ich die? Ja, hat sie nicht gesagt, ne? Sag mal, womit? First, an act of rebirth. To break out of my current shelter. So too must you break. Das heißt, wir müssen jetzt sowas wie einen Pizzaschneider suchen. Haben wir nicht. Also, pass auf. Ich werde jetzt vielleicht erstmal... Vielleicht kriegen wir das auch erst später. Geil. Und den Busch müssten wir vielleicht ja bei uns dann auch haben. Ist nur die Frage, wächst der in der Erde oder muss der auch irgendwo hoch oben wachsen? Weiß ich meine? Tja. Oder das mit den Statuen ist ein Rätsel. Also, pass auf, wir haben ja in unseren Notizen hier, also, wir haben ja Hinweise. Tor mit einem uralten Mechanismus. Drei Grumpusse, um sie zu aktivieren. Ich weiß gerade nicht, welches Tor gemeint ist. Drei Druckplatten, weiß ich auch nicht, ob wir das schon hatten. Die, an der Stelle waren wir noch nicht.
An der Stelle waren wir auch noch nicht. Da waren wir, haben den Rucksack gesehen. Tja, es kann ja sein, dass es hier irgendwie ein Mechanismus ist. Weißt du, wie ich meine? Es kann natürlich auch sein, dass wir erst irgendwie nochmal nach Nashing zurück müssen. Tja. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht muss man irgendwas mit diesen Statuen machen. Ich weiß zwar noch nicht was. Oder mit den Raubburritos. Weil hier geht's ja vermutlich dann rein. Ich hab nichts, was es aufschneiden kann. Und auch hier nix. Und jetzt kommt Wüstensand. Das ist ja eklig. Ich spring jetzt mal ein bisschen drauf rum. Meinst du, es geht kaputt? Das hört sich jetzt nicht so an. Ich bin zu leicht. Ich bin eindeutig zu leicht. Aber vielleicht... Kann ich die Statue da oben kippen? Auch nicht. Weil das wäre ja zum Beispiel auch was, dass ich die Statue... kann ich auch nicht. So. Spuddy. Sammeln wir einfach noch ein paar Snacks jetzt mit ein. Und dann wird es jetzt hier ziemlich ungemütlich, finde ich, ne? Ich sehe auch überhaupt nichts mehr. Oh, hier ist noch ein Ei. Ich habe noch ein Ei gefunden. Kann ich die eigentlich mitnehmen? Wo ist eigentlich hier der Ausgang? Oh, guck mal, hier sind auch nochmal vier. Aber ich kann nur die Schale scannen, also mit... Oh, doch, guck mal! Offensichtlich auch irgendein Mechanismus. Ah, aber dazu haben wir bis jetzt noch nichts, ne? Vielleicht müssen die sich angucken. Das interessiert mich ja. Ist jetzt nur die Frage, mit welcher fängt man an? Also hier gibt es auch irgendein Geheimnis noch. Was ist das? Das ist doch ein Riesenstein. Kriegt man wahrscheinlich auch nicht. So, da würde man rauskommen. Können wir denn das Ei mitnehmen? Geht das? Ich probier's mal. Wir gehen mal in den Grillgraben rein. Wir haben ja jetzt die Käsesoße. Das heißt, damit können wir den Scorpenio jetzt in Wasser locken. Also ich habe das Ei nicht mit. Okay, gut, dann ist das so. Das sind die Steine, die ich rübergeworfen habe. Nee, das sind die Steine, die ich hier rüberwerfen kann. Tja, wir könnten tatsächlich jetzt mal probieren, einen Scorpenio ins Wasser zu locken. Und zwar mit Käsesoße. Die müsst ihr jetzt lieben. Du verfolgst mich jetzt nicht schon wieder, oder? Ah, guck mal, die Popzecken machen die Käsesoße weg. Aber wie kriege ich ihn da rein? Halt! Oh, ich weiß. Ich hab nichts mehr! Ach, Schitte! Ach, blöd. Na gut. Aber damit kriegen wir ihn. Vielleicht muss ich auch das mit der Kugel machen. Vielleicht geht das besser.
Und jetzt regnet's und da war das Feuer aus. Ich guck mal, ich gehe mal hin zu dem Busch in der Hoffnung, dass wir die Käsesoße jetzt hier haben. Ja, geil. Ach, guck mal, die Blätter. Richtig viel Käse. Cool. Stimmt, auf die Blätter habe ich bis jetzt noch gar nicht geachtet. Beim Ketchup sind so gelbe Blätter. Schokolade, ja gut, sind so braune. Aber das ist wirklich so gelöchert wie Käse. Lustig. Was haben wir denn jetzt alles für Snacks in der Tasche? Also wir haben so richtig geiles Käsezeugs, ne? Gut, dann lass uns mal, ehe wir die Snacks jetzt hier wegschmeißen, die wir nicht brauchen, einmal Backtoffli spenden. Dann wir müssen ja spenden, um Platz zu bekommen. Eine Sorbertina spenden und ein Weenie. Wow. Ich wollte immer schon mal ein Hotdog-Würstchen streicheln. Und eine Chips-Hüte. Ach, ihr seid alle so süß. Und eine Wasertüte. Snackbox. Ich mag euch ja. Alle. Da ist auch so eine fette Melone drin. Hier ist nichts drin. Ich find's geil, dass sie immer wechseln. So. Eigentlich wollte ich keine Backkartoffeln da reinmachen, die sind so aggro. Aber gut, ist jetzt zu spät. Tja, jetzt ist die Frage, wie knacken wir die Eier? Oh mein Gott, also, gute Frage, nächste Frage. Also, hier können wir, theoretisch gibt es noch einen, den haben wir so noch nicht gesehen. Wassermelonenfälle, gibt es auch noch irgendwas? Ah, guck mal, ah, jetzt sehe ich da unten das Wetter bei Regenwetter. In den Wassermelonenfällen. Ach nee, stimmt. Haben wir schon versucht zu suchen? Hatten wir aber nicht gefunden. Haben wir nicht gefunden. Okay, gut. Dann in den qualmenden Quellen. Blubberbucht. Oh, ich weiß, wo wir weitermachen können. Wir können vielleicht tatsächlich... in Coco Milby, die haben wir ja noch nicht gefunden. Entweder wir suchen die oder wir machen... Wir haben noch Nebenquests. Wir haben auf jeden Fall noch Nebenquests. Und zwar... Banana Rama. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Büffelschrecke... Haben wir, glaube ich, gesehen. Jetzt gerade in der Wüste. Aber guck mal hier. Achso, Attakotäterin, das ist die, die brennt, ne? Und Buddelspaß. Ah, warte mal, Snakiri und Raupurito. Den Raupurito kriegen wir doch aus den Wassermelonenfällen, oder? Ah, nee, ist ein Raubwrap. Aber wo gibt's denn den Raupurito? Haben wir nicht einen im Gepäck durch Zufall? Ist das nicht einer? Ich glaube. Ja. Ah, cool. Geil. Und hier muss... was will er noch? Was wollte er noch? Was wollte er noch? Er wollte... Buddelspaß. Wo haben wir es da? Einen Snakiri. Den haben wir nicht... Snakiri, die sind relativ schwierig zu fangen. Da könnten wir vielleicht nochmal zu den qualmenden Quellen gehen. Da gab es die ja. Die müssen wir aus der Luft rausgrabben. Oder? Das waren die doch. Lass uns gleich mal ins Buch gucken. Ich glaube ja. Ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Qualmende, das müssten doch diese sein. Okay, gut. Richtig im Kopf gehabt. Und ich glaube, wir haben hier hinten irgendwo eine. Da.
Genau. Und ich glaube, den Riesen haben wir nämlich auch gefangen gehabt. Ich überlege nur, wie. Ich glaube, wir hatten das Ding irgendwie hier reingestellt. Ah, nicht die Kamera. Verdammt, ich flieg hoch. Ha, so schwer war es ja gar nicht. Ja cool, dann pflanzen wir jetzt noch einen Snackiri da rein. Und das war ja gar nicht so schwer. Manchmal muss man sich auch einfach was trauen oder einfach klug platzieren. Das ist in diesem Spiel, gibt es glaube ich auch manche Stellen, da findet man manche Snacks oder sind manche Snacks einfacher zu fangen als an anderen Stellen. Also man muss es glaube ich so ein bisschen gucken, wie man es am besten gefangen bekommt. Ein bisschen intelligent vorgehen. Haben wir Schokolade eingesetzt? Für was denn? Weiß auch nicht. Heimlich Schokolade weggesoffen. Tja, die eine trinkt die Käsesoße und die anderen trinken Schokolade. Okay, pflanzen wir. Ich habe gerade überlegt, was ich machen wollte. Oh, nicht schon wieder so eine Gruselnacht. Oh, warum brenne ich denn jetzt? Ah, verdammt. Wie kriege ich mich jetzt hier gelöscht? Okay, so. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Sure is a nice day, isn't it? Na, ich habe übrigens deine Snacks vergraben. You've done right by me, stranger. Thanks for sticking with me. Natürlich. Come back tomorrow. We'll see if this bears fruit. Oh, morgen früh. Echt jetzt? Besuche Wurmbus später. Ja, das sage ich. Lass mir doch nicht zweimal sagen. Ich lege mich. Kann ich mich zu dir mit ins Bett legen? Wie spät haben wir es denn jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das schon spät genug. Well, they came out of the ground all right. Guess I didn't bury him deep enough. Was? Wie auf den Boden gekommen? What am I supposed to do if even I don't believe in me? I didn't come to this island to be free or to live off the land. I'm here because I couldn't make it over there. Deep down, die nächste Krise. I'm a failure. It's all right. Oh. I knew it all along. Well, I still got my sauce. It's eben, not deine Soße wächst ja hier 1A. Maybe I'm just stubborn enough to call that a win. Aber die Augen sind jetzt auch weg. Aber guck mal, hier sind doch Spuren. Ich würde eher sagen, also da waren Spuren oder waren das meine? Ah, okay, das waren meine eigenen... Oh nein, guck mal, ich habe meine eigenen Tapsen. Oh, wie süß ist das denn? Aber ansonsten, meinst du? Also, entweder irgendwer hat die in der Nacht weggefressen, das kann ja auch sein. Oder sie sind tatsächlich gewachsen und ausgeschlüpft und ausgebüxt. Oh, hi there. Hi, na? Nee, eigentlich nix. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob irgendjemand noch irgendwas hat. So zwischendurch. Hier in dieses Schneegebiet können wir auf jeden Fall nochmal gehen. Da gab es ja auch noch einen Bereich, den wir noch nicht kennen. Vielleicht können wir da jetzt schon hingehen. Ansonsten könnten wir in den sandigen Bereich nochmal gehen. Oh, what? Hello? Oh, what's shaking, baby? Shaking, baby. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätten die irgendwie gerade noch irgendwelche aktiven Quests. Doch. Ach nee, gar nicht wahr. Das war die Donation Box. Ich gucke mir das Dorf so ein bisschen an. Okidok, also lass uns mal ganz kurz zum Strand, nee, zum, doch, zur Blubberbucht gehen. Hey, hey. Hey, hey. Genau. Das mit den Milben lässt mir auch keine Ruhe. Vielleicht kriegen wir die ja. Weil den Grumpus hätte ich jetzt auch eigentlich schon ganz gerne wieder zurück im Dorf. Ich weiß halt nur nicht, ob wir das schon hinkriegen. Aber wir gucken mal. Wir laufen einfach mal hin. Und wenn das nicht klappt, mache ich eine kurze Aufnahmepause für meinen Rücken. Und mache das nächste Mal weiter. So Schnellreisepunkte fehlen hier noch. Aber irgendwann werden wir alle Snacks gefangen haben. Und auch alle verschnabuliert haben.
Und es gibt so coole Snacks. Also irgendwas muss es ja, also diese Milben, irgendwas mit diesen Kokosnüssen auf sich haben. Das ist eine Schale, aber mächtig viel Kraft, um so eine Schale zu knacken. Die Frage. Wie kriege ich das auf? Oder kriege ich das auch mit diesem Pizzaschneider erst auf? Weiß ich meine? Oder muss ich es irgendwo gegen... Nee, Satz mit X? Nix. Okay. Ich hab doch gesagt, ne? Wir kommen einigermaßen gut voran. Aber... Oh, das hängt hoch. Aber ich hatte mein Gerät auch nicht mehr in der Hand, stelle ich gerade fest. Dann kriegen wir es natürlich nicht. Okay, pass auf. Dann gehen wir... Da, wie ich die Eier knacken soll, weiß ich auch nicht. Wir gehen mal zurück nach Nasching und ich überlege einfach das nächste Mal, wie wir weiter vorgehen werden. Ja, von der Zeit her passt das. Ich muss nämlich noch ein paar Folgen schneiden. Ich hoffe natürlich, ihr hattet wie immer ein wenig Spaß. Vielleicht gibt es auch jetzt am Mittwoch nur eine Folge. Ich weiß noch nicht genau. Oder zwei oder drei. Ach nee, gar nicht wahr. Oder vielleicht gibt es die jetzt am Donnerstag. Ach, ich habe keine Ahnung. Ah, es ist süß. Wie er da rumgelaufen ist. Ich dachte, es wäre was da drin. Genau. Ich hoffe natürlich, ihr hattet viel Spaß mit den heutigen Folgen oder der heutigen Folge, wie viele es auch immer gewesen sind. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie ich so den einen oder anderen Snack gefangen bekomme, dann immer raus damit. Beim Scorpenio werden wir auf jeden Fall nochmal probieren. Wir haben ja jetzt endlich die Käsesoße. Die Soße, die wir brauchten. Und wir sollten vielleicht auch... Achso, ich laufe nochmal rein und raus. Dann speichert es, glaube ich. Ne? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Doch, ja, da speichern. Genau. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir den Scorpion auch noch gefangen bekommen. Und jetzt, meine Lieben, genießt den Tag und seid immer ein wenig dirty dabei. Ciao.